Das also ist Alexander, Franziskas neuer Freund. Franziska hat keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes noch alles auf sie zukommen wird. Sie weiß nur, dass unsere versteckten Kameras immer und überall dabei sind. Mortimer, was ist das? Das war eine Zigarette. Buchstabiere einmal Zigarette. Z-I-G-A-R-R-E-T-T-E-E. Und was machen wir mit einer solchen? Nicht rauchen. Und was hast du gerade getan? Ich habe geraucht. Mortimer, das war dein letzter Tag. Gib mir die Autoschlüssel. Gib mir die Autoschlüssel. Der Schlüssel steckt. Mach die Tür zu und mach dir einen Tag, wie du ihn sonst auch machst, mit Zigaretten. Franziska, du fährst. So, Mortimer, ich möchte dich nicht mehr sehen. Geh mir aus dem Licht. Geh mir aus dem Licht. So, Franziska, du fährst. Du brauchst gar nicht Gang schalten. Das ist das Interessante an Automatik. Das heißt also, ich stelle jetzt einfach auf N? Das weiß ich selber nicht. Ich bin nie gefahren. Er ist Rückwärtsgang. Nun fahren Sie weiter. Nein! Fahren Sie weiter! Nein! Fahren Sie doch einfach noch eine Runde und dann parken Sie danach ein. Ich brauche noch 2 Minuten und das dann kann Sie auch einparken. Das Sie ist sehr bourgeois. Sie brauchst du nicht sagen. Sie. Fahren Sie noch eine Runde. Das wäre adäquat. Du kommst zurecht. Merkst du das? Ja. Merkst du das, Franziska? Du kommst zurecht. Merkst du das, Franziska? Ja, ich merke das. Du merkst, dass du zurechtkommst. Franziska. Ja? Du weißt, dieses Auto hat einige PS unter der sogenannten Haube. Ja. Pferdestärken. Ja. So, und du brauchst das Gaspedal nur ein wenig anzutippen. Und schon saust dieses Auto davon wie der Wind. Hast du generell was? Möchtest du auch? Ich rauche Zigarette. Aber nicht im Auto. Ja. Das möchte ich hoffen, dass du im Auto keine Zigaretten rauchst. Das machen Menschen, die in einem Fiat Panda unterwegs sind. Das macht der Pöbel. Franziska, und ich nehme an, die kleine Franzi hat das auch hin und wieder getan. Ja. Siehst du? Und damit hören wir jetzt auf. Siehst du? Wir rauchen im Auto keine Zigaretten. Ach, das ist aber eine wirklich unschöne Gegend. Hier wohnen doch sicherlich viele, ich sage mal, viele asoziale Menschen, oder? Hier wohnen doch sicherlich Menschen, die es sich nicht leisten können, einmal eine schöne Zigarre zu rauchen. Was ja traurig ist, Franziska, oder? Was ist das für ein Viertel? Ist das das? Finden hier viele Aufstände statt, sicherlich? Nein, eigentlich gar nicht. Sehr viele Chaoten. Nein, es ist hier relativ ruhig in der Straße. Gut. Und du wohnst hier? Ja. Das wird alles anders werden. Du kannst dich so freuen. Ich möchte hier vielleicht auch gar nicht weg. Franziska. Ich weiß, die kleine Franzi möchte hier nicht weg. Aber die Franziska in dir, die strebt nach mir. Nach dem von Eis. Endlich zu Hause angekommen, sehnt sich Franziska nach ein bisschen Ruhe. Doch Alexander muss sich erst noch an die für ihn ungewöhnliche Umgebung gewöhnen. Was ist denn das hier für ein Milieu, Franziska? Das ist eine ganz normale... Franziska, du wohnst... Wie betritt man ein solches Haus? So, das hier ist die Küche von der Franziska. Wo man sich überall stößt, weil es hier sehr, sehr eng ist, Franziska. Wo sind denn all die anderen Räume? Ich habe nicht mehr Räume, außer noch meinen Flur und mein Badezimmer. Franziska! Komm mal schnell her! Franziska! Komm bitte ganz schnell! Franziska, komm schnell her! Das musst du sehen! Franziska, das musst du sehen!
Franziska! Komm bitte her! Wo bist du denn? Das ist der Mondschein. Der Mondschein. Und ich habe die Macht, Franziska. Hast du schon mal etwas von Mondfinsternis gehört? Ja, habe ich schon. Pass auf. Bah! Fort ist der Mond. Bah! Da ist er wieder. Bah! Fort ist der Mond. Bah! Da ist er wieder. Bah! Fort ist der Mond. Bah! Da ist er wieder. Großvater! Großvater! Ich habe den Mond verdunkelt! Hast du das gesehen? Ja, habe ich, aber dafür bin ich von der Toilette gekommen. Das ist einfach eine total andere Welt für mich. Also mit jemandem einkaufen gehen ist ganz schön und ganz nett. Aber so gesagt zu bekommen, was ich halt anziehen kann und was ich nicht anziehen kann, finde ich dann schon, finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja, ich fühle mich gerade sehr, sehr unwohl und ehrlich gesagt bin ich bis zu diesem Punkt und weiß nicht, ob ich bis zum Sonntag durchhalte. Ja, das zu dem heutigen Abend bisher. Franziska! 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 Herzlichen Glückwunsch zu Alexander von Eich.